Leute, in einem anderen Leben hat er gerade die French Open gewonnen. Mein Bro sitzt wie auf Djokovic, sitzt am Sechser ohne Tisch. Im Real Life hat sich Sam Payne auf Tempo gerade einen Kindheitstraum erfüllt. Denn das hier war Sam Payne vor knapp 10 Jahren. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen. Gib mir nur deine Hand, ich hoffe dir morgen die Welt. Fast forward ins Jahr 2024 und er macht einen Song mit seinem Idol Crow. Komm, wir erhöhen das Tempo. Weil die Zeit vergeht schnell in der Stadt. Und generell läuft's gerade bei Sam Payne. Er droppt nonstop und gerade erst wieder seine neueste Single Addicted to You, produziert von Stigl. Ich bin addicted to you, schlaf in meinem Uber ein Nacht. Wir beide waren eigentlich Gang, ich war dein Shooter, mein Schatz. Warum Sam Payne gerade einen starken Grind hat, ich ihn aber als Künstler nicht so 100% checke, das seht ihr jetzt. Was soll ich sagen? Ich bin addicted zu eure Abos, also lasst ein Star. Vielen Dank. Und jetzt will ich, dass ihr alle so richtig auslöst. Also, Sam Payne, ihr habt ihn euch schon vor gut einem Jahr immer wieder gewünscht, deswegen ist er auch in den Community Faves gelandet. Euer nächster Wunsch ist auch Deutschrap-Generation New Wave durch und durch, aber der Vibe ist ein bisschen anders. Damals war schon klar, dass der Typ was kann. Digga, lass die Stadt brennen, wie ein Krankenwagen, nein, ich halt nicht an Ampeln. Zwischen Studio und Tankstellen, meine Hände gebunden für mich wie in Handschellen. Und ja, seitdem ausverkaufte Tour, Crow-Feature, Deichmann-Werbung. Ja, Uptown, häng vor Deichmann in einem Grand Coupé. Aber springen wir erstmal zum Anfang. Sam Payne, der bürgerlich Samuel Wernick heißt, ist 2001 in Berlin-Charlottenburg geboren und aufgewachsen. Sein Vater ist Musikproduzent und hat unter anderem an Songs von Roland Kaiser und Nena mitgearbeitet. Bei Sam Payne war Musik also schon immer ein großes Thema und deswegen fängt sein Grind wahrscheinlich auch schon so krass früh an. Die ersten Auftritte von Samuel findet man halt schon 2012 bei DSDS Kids. Leute sagen zu mir Crow, das Genie, denn er float wieder wie dieser Hover und außerdem baut er die Beats aus. Also for real, Respekt, sich mit 10 Jahren auf so eine Bühne zu stellen und auch noch zu delivern. 2015 macht er dann auch noch bei The Voice Kids mit. Ich habe Sorgen und Träume und keine Zeit zu verlieren, Mann, deswegen mache ich morgen zu heute. Und schafft es sogar auch bis ins Finale. Danach kommt bald der nächste Schritt, die ersten eigenen Songs. Unter Sam Wernick released er 2018 die ersten beiden Singles Nice und Normal. Normal, dass ich grind auf Beats. Normal, rock ich sold out Beats. Ab 2019 nennt er sich dann Sam Payne und bringt unter diesem Namen weiter Musik raus. Ich mag kein Body, also gib mir Champagne. Ich mag dein Body, du bist meine Mary Jane. Der Vibe stimmt da zwar schon irgendwie, aber natürlich ist das Ganze noch nicht so richtig ausgecheckt, sind aber, to be fair, halt auch seine ersten eigenen Songs. Gefühlt fängt er so ab 2021 mit den ersten Videos an, so eine, ja, Sam Payne-Ästhetik zu entwickeln. Immer noch nachts, sind bis 6 Uhr wach, yeah. Meine Jungs, sie bleiben, meine Jungs, sie gehen, was hast du gedacht? Mit Songs wie S2 bekommt Sam Payne dann auch seinen ersten kleinen Hype und startet dann 2022 so richtig los. Hab ein Off für dich, offen wie Van Gogh. Sie macht Yoga, sie macht immer morgens Sport. Gerade Van Gogh war da so eine Art Kickstart. Da ahnt man zum ersten Mal so dieses Sam Payne-Image, womit ich ihn immer noch verbinde. Cornern mit den Jungs, abhängen unter Stuck in der Altbauwohnung, leben zwischen Tenniscourt und Späti. Die Videos kreativ und gleichzeitig low-key. Dazu kommt dann auch sein ganzer Fit. Der Trapperhead, natürlich sein Sonnenbrillen-Game, die Rugby-Polos und dieser einrasierte pinke Stern. So ein bisschen der Paschanim aus der oberen Mittelschicht, der zwar keine Packs pusht, aber natürlich Leute kennt, die das tun. Ja, ja, bist du down, Essen, Kräfte zu zweit. Ich fahr ins Booker raus und dann auf die A1. Was geht heute Abend? Ich sag, gib mir plus zwei. Sie reden und doch rück mich dann sich selber ein Bein. Und genau für Van Gogh bekommt Sam Payne dann Props von seinem Kindheitsidol. Crow himself. Richtiger Full-Circle-Moment. Bro, das war verrückt. Ich habe damals einen Song released, der heißt Van Gogh. Ja. Yeah. Und er hat damals unter dem Video kommentiert, hat da so ein Emoji gedroppt so. Und ich bin halt voll drauf ausgerastet, hab ich meinem Team erzählt. Wann habt ihr denn Sam Payne das allererste Mal mitbekommen? Schreibt's in die Kommentare. Anfang 2024 droppt dann der Song Tempo. Sam Paynes Popradio-Durchbruch, wenn man so will. Spring auf den Backseat, komm, ich zeig dir die Stadt. So lang unterwegs, bis das Fremde mich nahm. Tempo ist halt so ein klassischer, poppig, catchy Rap-Song. Perfekt für den Sommer. Das holt wirklich
jeden ab. Ja, das ist so schön, ne? Und das Ganze funktioniert auch perfekt. Der Song macht stabile Zahlen auf YouTube und Spotify und Sam Payne landet bei einer Popcrowd, wo er vielleicht vorher auch schon hin wollte, aber noch nicht so wirklich war. Interessant ist dann aber, dass er kurze Zeit später auch das neue Gesicht der Deichmann-Werbekampagne ist. Uptown hängt vor Deichmann in einem Grand Coupé. Also schon noch irgendwie ein weirder Flex, wenn ihr mich fragt. Ich bin mir bei der Werbung nicht so ganz sicher, ob das cool ironisch wirken soll. Auf mich wirkt das Ganze nämlich einfach ein bisschen off. Ey, stabiles Outfit, Digga. Was sind das für Pieces? Danke, Bro. Ja, verschiedenes. Wo soll ich anfangen? Und was macht man, nachdem man einen Song mit Crow und eine Deichmann-Werbung hat? Klar, TikTok-Hype. Sie hat einen spanischen Pass, wir beide schlafen nicht nachts. Ja, sie ist süß wie Honig, doch benutzt Agavendicksaft. Agavendicksaft wurde schon Monate davor auf TikTok geteased und von den Fans gehypt und kam dann im März 2024 raus. Und jetzt direkt der nächste Song hinterher, Addicted to You. Ich hör Summertime Sadness, ich merk an der Art, wie du schreibst, dass du mad bist. Du bist mit deinem anderen, doch ich finde, das matcht nicht. Was soll ich dir sagen, bin addicted to you. Auch wieder so ein richtiger Sommersong zum Nachts in Berlin durch die Straßen fahren. Diesmal produziert von Stickel und im Video chillt auch wieder Kurt Cobain. Das Ding bei Sam Payne ist, der Typ ist tatsächlich ein krasser Hustler. Ich meine, der baut halt seine Karriere schon auf, seitdem er 10 Jahre alt ist. Und es gab zwar nie so einen krassen Imagewechsel, aber trotzdem checke ich nicht so ganz, welche Personality hinter diesem Tennis-Style Berlin-Charlottenburg-Drip wirklich steckt. Sam Payne hat bisher viel rumexperimentiert. So auf, wir probieren mal aus und wenn es passt, machen wir damit weiter. Und man hat einfach so viel experimentiert, also man war so viel im Studio und hatte auch so viele Fails. Und irgendwann gibt es dann einfach so Songs, die du hörst und dich einfach mal wirklich cool findest, so, weißt du? Und gerade im Moment passt es irgendwie. Aber seine Musik ist für mich, no front, auch ein bisschen zeitgemäßer Standard-Pop-Rap-Sound. Alles gut gemacht, aber halt auch ein bisschen glatt. Faroon, Billa Joe, Sam Payne und Reezy machen Pegador-Musik. Das bedeutet, es ist gute Musik, es ist richtig geil gemacht, es gibt nichts, was ich daran kritisieren könnte. Aber die Fanschaft sind so viele Leute, die Pegador tragen, dass man halt sagen muss, da gibt's Abstriche in der B-Note. Vielleicht ein bisschen heftig, aber ich sehe den Punkt. Für mich passt das alles nicht so richtig zusammen. Einerseits hat Sam Payne schon diese besondere Rugby-Polo-Tennis-Ästhetik und hausige Feelgood-Songs, die richtig smooth kommen können. Sie macht Videos wie VAR, Marseille-Logos blau wie das Meer. Viel zu lang, meine Augen schwer, ich hatte viel zu lang, keine Pause mehr. Andererseits bleiben viele seiner Songs kaum bei mir hängen, weil sie ein Ticken zu smooth sind. Und dann halt noch diese Deichmann-Werbung. Das ist für mich Allmann-Chor und hat nichts mit dem Understatement Sam Payne aus dem Djokovic-Video zu tun. Ich bin für dich draußen, ich bin für dich wach. Das hier ist kein Traum, hab's gesehen und hab's gemacht. Dieser hochpolierte Output von Sam Payne in letzter Zeit wirkt auf mich so, als könnte da demnächst vielleicht was Größeres wie ein Tape kommen. Und ich bin gespannt, ob er sich für ein Image entscheidet und ich ihn dann vielleicht besser verstehe. Aber was denkt ihr? Feiert ihr Sam Payne? Könnt ihr was mit dem Begriff Pegador-Musik anfangen? Würdet ihr ein Album von Sam Payne fühlen? Schreibt's in die Kommentare. Bei wem ich auch nie so genau weiß, was als nächstes kommt, ist Kurt Cobain. Warum ich finde, dass Kurt Cobains Output komplett random ist, das aber auch irgendwie seinen Charme ausmacht, könnt ihr hier sehen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.